Die Pegida ist nicht so monochrom, wie sie allgemein dargestellt wird, kann ich immer wieder sagen. So, da sammeln sich 6.000 Menschen, wo verdammt viele Menschen eine einzelne Position einnehmen, nämlich gegen GZ, gegen TTIP, gegen den Krieg mit Russland, dass Deutschland sich militärisch ja nicht in Syrien engagiert. Das sind alles Forderungen, auch die bei Pegida irgendwie aufgestellt werden, mit denen ich restlos d'accord bin. Also ich bin da restlos d'accord, dass hier eine andere Familienpolitik gefahren wird, dass hier also Menschen mit Kindern also besser unterstützt werden. Das sind also verschiedenste, außer natürlich bei diesem Islam-Bashing, da bin ich nicht so ganz im Boot. Ja. Und ich bin auch nicht ganz im Boote hier, die Grenzen hochziehen, sondern ich bin dafür, dass mit sofortiger Wirkung die Ausplünderung dieser Länder einfach sofort beendet wird, korrekte, saubere Wirtschaftsvereinbarungen geschlossen werden. Und dann habe ich so den Eindruck, dass dann viele Menschen in den bislang ausgebeuteten Ländern auch vielleicht einfach Lust haben, da zu bleiben, wo sie herkommen. Aber nicht durch eine Mauer. Da bin ich halt mit der Wege dann nicht ganz anderer Meinung. Ja. Und deshalb gehe ich halt auch zur Mahnwache für Frieden. Ja, genau. Und letztendlich nur als Chronist mal zur Pegida. Ja. Und da geht es mir aber auch darum, so ein Phänomen, 6.000 Menschen, das passt nicht in eine Schublade rein. Da versuche ich auch einzelne Menschen wahrzunehmen. Ja. Ich aus meinem eigenen Lebenszuschnitt hier in Dresden auf Hasen war da und dort privat auch kennen und so. Und auch weiß, dass das keine platten Rassisten sind. Ja. Also eine der durchschnittlichen Forderungen von vielen Pegida-Demonstranten ist ja das Einwanderungsgesetz von Kanada. Ja. Und dann wird auch keiner auf die Idee kommen, Kanada als faschistoiden Staat zu definieren. Deshalb so, ja. Also insofern bin ich dafür, das auch mal fernab, also von so billigen Feind-Freund-Klischeebildern wahrzunehmen, auch so gelten zu lassen. Er hat gesagt, ich bin zwar nicht Ihrer Meinung, aber ich werde mich immer dafür einsetzen, dass Sie Ihre Meinung aussprechen können, halt Voltaire-Zitat. Genau. So, und darum geht es einfach. Ja. Dass die da jetzt hier so ein kleines Nachruf machen. All right, well, you're seeing the police are surrounding protesters here in the red. Aber wir müssen ja da bleiben vor Ihnen. Die haben uns ja Personal. Wir müssen auf Sie warten. Wir wollen es ein und gehen. Wir ich meine Papier. Ganz ehrlich, geben Sie einfach ein Bilderberg Dresden und Sie haben die Allgemeinverfügung mit den ausgewiesenen Flächen da. Wenn Sie das unbedingt möchten, wir wollen es auf die Spitze treiben, dann zeige ich Ihnen das jetzt. Nein, aber da habe ich vorhin. In diesem Bereich, ja, nee, Moment, es sind Versammlungen und Ansammlungen. 15 Personen in einer Versammlung, das ist noch sächsischen Versammlungsbereich. Ja, auch das bleibt eine Versammlung. Ich habe ja schon gesagt, ich bin heute auf der Terrasse gesessen und ich sehe den ganzen Tag Gruppen von 20 bis 25 vorbeilaufen, wo ich ja gar nichts höre. Die politische Meinung, zum Beispiel für eine Versammlung, das, was Sie jetzt eben tun, das ist ja unbedingt. Ich bin zwei Personen. So, demzufolge ist es eine Versammlung. Wollen Sie eine Versammlung machen, sagen Sie es an, dann nehme ich gerne die Versammlungsanmeldung und Allzuständigkeit entgegen.
im Bereich der allgemeinen Verfügung ist das nicht möglich. In diesem Bereich und je nachdem, wovon man sich einigt, wenn man sich hier unterhält, ist das natürlich möglich. Nachdem, was jetzt hier vorausgegangen ist, also wenn da wirklich eine Person kommt ist und da halt würde da ein Plakat halten, okay, aber eins steht oben. Aber was passiert mit der dann? Gestern ist es uns verboten. Es ist uns gestern schon verboten, um eine einzelne Person oder zwei Personen da zu stehen. War gestern uns schon verboten. Ja, es ist auch so. Nein, also jetzt erzählen wir erst. Moment, eine Einzelperson, die ansonsten nicht dürft oder so, dann hält da ein Plakat. Ne? Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Okay. Aber wie viel Abstand müssen Einzelpersonen zueinander haben, wo es Einzelpersonen gibt? Jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Ja? Nach dem, was Sie jetzt hier gemacht haben, da brauchen wir uns jetzt nicht vorzumachen, wir schlafen jetzt in Nacht. Wie gesagt, wir sind ja nur nicht irgendwo auf der Semmel über der Elbe geschwommen. Wir schlafen jetzt in Nacht. Ja, aber warum hätten wir uns das vor? Es ist einfach nicht möglich, dort in diesem Bereich. Das ist das A und O eigentlich. Man will gar niemanden da haben. Es geht nicht um eins, zwei oder drei. Man will gar niemanden da haben mit einem Plakat. Gestern ist uns das nämlich verboten, wenn wir da durchlaufen wollten. Nein, Sie erzählen was über eins und eigentlich wollen Sie gar keins. Lass mich doch ehrlich sein miteinander. Sie wollen gar keins. Sie wollen gar keins. Das ist ganz deutlich. Eine Einzelperson kann sich dort direkt an den Zaun stellen. So, das bin ja. Moment. Eins steht ja immer fest. Die Aktion ist jetzt hier gekommen und da brauchen wir jetzt nicht anzufangen, dass da 10 Meter oder 5 Meter oder sonst was. Ne? Der Wille ist ja hier jetzt schon erklärt worden. Also, okay, wie gesagt, für heute haken wir mal ab. Aber für morgen, wenn schick Sie mal sagen, Frau morgen mit ihr Freund und die stellen sich 20 Meter voneinander weg. Was charakterisiert eine Einzelperson? Wie viel, ganz konkret, wie viel räumlichen Abstand müssen zwei Einzelpersonen voneinander haben, um als Einzelperson zu stellen? Jetzt nochmal, wenn es um die gemeinschaftliche Meinungsgrundlage geht, da sind jetzt 5 solche Schilder, auch wenn da 10 Meter Abstand ist. Das ist doch eindeutig, was ist. Ja, aber wenn da jetzt jemand von der Friedensbewegung kommt und sich neben mein Schild stellt und wir zufälligerweise eine ähnliche Auffassung haben, wir uns aber gar nicht kennen, dann sind wir doch zwei Einzelpersonen. Aber sind wir Einzelpersonen, wenn wir 2 Meter auseinander stehen oder 3? Es muss doch konkret sein. Es muss doch irgendwo eine Verordnung geben, in der das steht. Nein, es gibt nicht eine solche Verordnung und das wird im Einzelfall zu bewerten sein. Das würden Sie, also da sind das wir würden bei der wir oder die Versammlungsbehörde vor Ort einschätzen, ist es denn wirklich so? Aber dann könnten wir aber noch diskutieren, ob wir dann noch einen Meter weiter Abstand nehmen oder nicht. Ich glaube nicht, dass Sie mit mir darüber diskutieren können. Schade. Nein, also wie gesagt, wir sind ja nur schon zugänglich, aber ich glaube nicht, dass das sehr sinnreich wäre, darüber zu diskutieren, mal ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich denke, wir haben jetzt mal eine Meinung ausgetauscht und wir brauchen hier keine Spiegelfechterei zu machen, oder? Also wie gesagt, ist ja eigentlich gut. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten hier eine Versammlung machen, Sie möchten bis in den wieder Rechtsbereich und gehen oder irgendwo anders hin, dann sagen Sie ganz einfach, wollen wir tun, würden wir sagen, nehmen wir entgegen, dann stecken wir mal einen kurzen Raum ab, wie es geht. Na, jetzt ist ja nichts mehr spontan. Jetzt reden wir, sind ja schon fast im Kooperationsgespräch. Aber wie gesagt, ich würde gerne in allen Zuständigkeiten auch eine Versammlungsanmeldung entgegennehmen. Wir müssen uns jetzt bloß mal auf was einigen. Das bringt hier eigentlich keine Punkte. Wir schlafen noch? Nee. Wir laufen uns wohl über die Füße und das macht keinen Spaß. Ich schlafe jetzt mal Nächte drüber, wir schauen morgen weiter. Wie haben Sie Ihre Ausweise wieder? Nein, wir noch nicht alle. Dann sind wir uns jetzt einig. Für heute Schluss. Okay. Ab zum Kaffee trinken. Ja. Ab im Biergarten. Schönen Abend.